Lieber Emmericher, ich melde mich mal wieder mit einem kleinen Videoclip, mit einer kleinen Videobotschaft. Corona lässt uns nicht in Ruhe und ist besorgniserregend, was wir da im Moment für Zahlen erleben. Der Kreis Kleve hat eine Inzidenz von 141 aktuell. Deutschlandweit haben wir eine Inzidenz von weit über 250. Besorgniserregend dabei ist, dass die Zahlen massiv steigen werden. Wir werden in den nächsten Tagen, so die Schätzung, auch deutschlandweit einen Wert von über 400 erleben werden. Wir sehen in Bayern auch Werte von über 1000. Das heißt für uns, nochmals durch diesen Winter zu kommen mit den Auflagen, die wir gerade erleben, mit dem Abstand, den wir halten müssen, mit den Masken, die wir tragen sollen. Und mein Wunsch, meine Bitte an Sie, vermeiden Sie große Ansammlungen, große Festlichkeiten sind im Moment nicht so angesagt, weil wir auch erleben, dass immer mehr Menschen sich auch infizieren, obwohl sie zweimal geimpft worden sind. Wichtig wird in den nächsten Wochen auch sein, wie die weiteren Auflagen sein werden, kriegen wir 2G oder nicht. Für uns hier im Kreis Kleve wird es ein nochmaliges Angebot zum Impfen geben. Wir werden hier jeden Sonntag ab dem 28. November ein Angebot vorfinden, wo wir von 9 bis 15 Uhr uns impfen lassen können, als Boosterimpfung, als Erste- oder Zweitimpfung, wie auch immer. Wir werden Termine brauchen. Nähere Informationen werden wir in den nächsten Tagen für Sie bereitstellen können. Aber es wird ein wöchentliches Angebot geben, dass wir tatsächlich nochmal uns impfen lassen können, damit wir geboostert oder überhaupt grundimmunisiert durch den Winter kommen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Bitte teilen Sie das auch und sagen Sie allen, die vielleicht noch gar nicht geimpft sind, das ist jetzt nochmal die Chance, sich impfen zu lassen. Nebenher wird natürlich auch weiterhin bei den Ausgeimpften geimpft. Jetzt am Sonntag ist Volkstrauertag und ich darf Sie einladen, kommen Sie vielleicht mal zum Zentralfriedhof, zum Hauptfriedhof nach Emmerich. Dort gibt es um 12 Uhr die Kranzniederlegung, um all denen zu gedenken, die durch Gewaltherrschaft zu Tode gekommen sind. Volkstrauertag, ein wichtiger Tag für uns zum Innehalten und sich zu vergewissern, dass Krieg letztendlich auch in Zukunft keine Lösung ist. Ansonsten verbleibt mir nur noch, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen und bitte bleiben Sie gesund.